Zu Befehl. Zu Befehl. So, ihr rennt mal schnell zu diesen Türmen. Zu Befehl. Nichts wie weg. In Hoffnung, dass sie gleich mal irgendwann fertig werden. Für die Arbeit nichts wie weg. Shit, ich hab jetzt schon eins verloren. Schau unterwegs. So, damit wäre er schon mal platt. Nichts wie weg. Hey, Captain. Mist. Diese verdammten Axtwerfer. So, wäre das Thema auch durch. Sie greifen die Stadt an. So, jetzt müssen wir mal messen, was für unsere Elfenranger tun. Und natürlich ein bisschen was für unsere Marine, damit wir endlich mal eine aufbauen können. So, und du, mein Lieber, hast genug Mana, dass du mal wieder hier ein bisschen vollpumpen kannst. Was soll das? Erledigt. Wer hat wo was erledigt? Ach, du da unten. Ja, gut. Alles klar. Captain auf Brücke, Captain. So, dann holt euch mal beide da frisches Öl raus. Wir bommeln uns mal wieder einen Zerstörer zurecht. Irgendwie komme ich nicht so richtig in die Pötte, ne? Und ihr zwei hackt mal bitte da unten Holz. Alles klar. Da seid ihr nämlich schneller dabei, als wenn ihr das anderswo macht. Segel setzen. So, und das war schon wieder mit seiner Ölquelle. Er hat zwar ein bisschen was rausgeholt, aber nicht zu viel. Und wir haben da doch eine recht große Ölquelle liegen. Ah, da fehlt jetzt wieder Holz. Captain auf Brücke. Ja, Milord. Ja, dann reparier erstmal. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Sie greifen uns an! So, liebe Schlachtschiff, bitte einmal mitmoschen. Skipper! Captain! Sie legt der Sack Skipper. Auch noch von vorne an, oder was? Äußer! Einmal schnell zurück. Für die Allianz. Skipper, Captain. Ja, ein verloren. Na gut. Soll er doch. Bam. Hätten wir das Thema jetzt auch geklärt. Sehr schön, er steht da und baut nichts. Das beruhigt mich. Also, apropos, er baut nichts. Du baust auch nichts und das finde ich überhaupt nicht richtig. Alles klar. Rei, Captain! Rei, Captain! So, was macht denn unser Öl? Ja, Öl haben wir genug. Ich weiß nicht, warum ich immer so einen verdammten Holzmangel habe. Ach komm, machen wir mal hier schon mal ein paar Upgrades. Hier auch, der Elfenranger. 40.000 haben wir noch in der Mine, das reicht fürs Erste. Moment, was macht unsere Versorgung? Ja, 32 von 37, das ist okay, da haben wir noch ein bisschen Captain. Kapazitäten, ne? Du machst ja eben den Platz. Zack, sehr schön. Und schon muss er wieder was nachbauen, wenn er Öl haben will. Ah, sehr gut. Ich finde es sehr geil, dass er sich hier blockiert hat und wir ihm hier seine scheinbar letzte Ölquelle geklaut haben, sonst hätte er sich ja nicht die hier oben geholt. Wir müssen jetzt das heißt, im Prinzip, verteidigungstechnisch müssen wir uns nur noch auf Drachen gefasst machen. Das finde ich eigentlich ziemlich chillig. Moment. Ah, da kommt's. Ja, gut. Okay, der hat noch ein paar Fähren. Das darf man nicht vergessen, ne? So, und euch hole ich auch mal hier nach vorne. Da ja wahrscheinlich eher hier oben verteidigen dürft. Ach komm, ihr. Captain.
Fleischer! Oh, Captain! Schon unterwegs! Sie greifen die Stadt an! Oh, sehr schön. Für einen schickt er seine Fähre. Der ist so dumm. Ja, wie Sie wünschen. Ja, Milord. Oh, das ist aber jetzt doch relativ dumm aus meiner Sicht, wenn ich ihn hier gewähren lasse. Da fällt mir ein, ich habe noch gar keine Gießerei, ne? Die fehlt mir. Mensch, keiner sagt was. Milord? Darfst du jetzt einmal machen? Warum auch nicht? Mach's hier oben, da steht sie schön sicher. So, machen wir da noch ein Upgrade und können wir schon... Ja, können wir schon, sehr schön. Haben wir ein paar Paladinsche. Was wünscht ihr? Na, so, ich würde sagen, das läuft ganz gut. Also wir haben ja Gott sei Dank nur die Drachen zu befürchten. Wo wir da, glaube ich... Ach ne, das sind Zeppelin, sehr gut. Ja, der hat sich hier schön selber ins Aus katapultiert, wunderbar. So. Dann würde ich fast sagen, weiß ich schon, wie ich es machen werde. Ich werde mich hier durchspringen, hier unten einmarschieren, da schön die ganzen Farmen platt machen. Das heißt, er wird dann auch erstmal nicht wirklich Drachen produzieren können. Ich gehe zumindest davon aus, dass er jetzt hier oben nicht so unendlich viele Farmen hat. Der hat zwar einige, aber der hat ja auch einige Peons und so. Ja, er hier ist sowieso nicht unbedingt eine Gefahr. Aktuell zumindest noch nicht. So, weil wir so viele Drachen zu befürchten haben, würde ich sagen, baue ich nochmal eben einen weiteren Zerstörer. Und wir sollten uns direkt noch ein paar Elfenranger dazu holen, weil wie gesagt, Drachen sind momentan noch unser rotes Tuch. Da müssen wir was gegen tun, ne? 35.000 haben wir da noch drin, das ist erstmal einiges. So, ihr macht ihm das mal direkt wieder kaputt, bitte. Bam. Oh, jetzt hat er wieder so viel Geld ausgegeben dafür. Och, das tut mir so leid, Mensch. Auf Brücke. Was kann ich tun? Oh, Captain. So, einmal bitte hier rüber. Ich hab da nämlich so einen Drachen. Ah, der fliegt wieder zurück. Okay, gut. Soll er ja. Ich würde sagen, ich nehme die Ölquelle noch... Ah, perfekt! Ich nehme die Ölquelle noch nicht in Beschlag, denn so schickt er da immer schön Öltanker hin, die da eine neue Ölquelle errichten sollen. Also einen neuen Ölbauturm. Und den kann ich dann immer wieder schön kaputt machen. Das finde ich gut. So, kriegen erstmal unsere Schiffchen ein bisschen mehr Bums. Mein Herrscher... Nichts wie weg. So. Das was soll das? Ja, schon unterwegs. Gib mir einen Befehl. Ja, ein bisschen Heilung muss dann noch gemacht werden, aber bisher läuft es ja alles andere als schlecht, außer dass du mich hier poppen willst, du Sack. Oh, hat er aufgehört, sich zu blockieren? Nein, noch nicht so ganz. Ein bisschen blockiert er sich noch. Schon unterwegs. Ja, eigentlich solltest du erst jetzt angreifen, aber gut. Erledigt. Was kann ich tun? Hallo. Ja. So, und du, mein Lieber, kannst dann jetzt schon mal hier wieder hingehen. Und nein, du baust erstmal eine Farm, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen was. Ja, Milord. Eure Eminenz zu Befehl. Also, es läuft ja momentan echt... sehr rund, möchte ich meinen. Also hier, er holt zwar hier sein Gold raus, aber das ist mir vollkommen egal. Muss ich ganz offen mal sagen. So, Reichweite und Kampfkraft. Okay, okay, okay. Captain auf Brücke! Skipper! Oh, Captain! Was kann ich tun? So, jetzt sollte ich, glaube ich, erst mal, bevor ich hier meine Landstreitmacht ausbaue, meine Seestreitmacht ein bisschen pushen. Und schon wieder das Nahrungsproblem. Toll.
gut, dass ich schon einen Hof baue. Ah, geil. Orange hat schon kein Gold mehr und geht jetzt hier mit rein. Ja, sehr schön. Dann klau doch mal deinem Verbündeten hier das Gold. Finde ich super. Kann man machen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die Inseln irgendwie verbunden sind. Müsste man mal eruieren. Flieg mal da hinten rein und schau einfach mal. Vielleicht findest du ja was. So, wo habe ich jetzt was gebaut? Hier hinten den Hof, ne? Yo. So. Mehr Zerstörer braucht das Land. Ich glaube, wenn die verbunden wären, dann würde er von oben mit Sicherheit auch dazukommen. Fakt ist aber, wenn er oben keine Schiffchen mehr hat, weil er kein Öl mehr hat, und das wird, glaube ich, nicht mehr so furchtbar lange dauern, bis dieser Punkt erreicht ist, weil ich ihm ja immer das Öl da klaue, beziehungsweise sofort kaputt mache, dann ist er eigentlich keine Gefahr mehr für mich, weil er dann nicht mehr von der Insel so wirklich runterkommt. Der könnte zwar dann noch ein bisschen was bauen, aber... Echt jetzt? Ich habe mich selber abgeschossen, weil ich das Ding in den... Oh! Was ist das denn bitte? Habt ihr das gesehen? Ich wollte das Auge hier abschießen und... Also, was es wollte. Das eine Schiffchen hier wollte das Auge abschießen und hat mal eben seinen Kollegen versenkt. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Kann man ja mal machen. So, ich werde überwiegend auf Zerstörer gehen, nur ein paar Schlachtschiffe bauen, denn wir werden ja hier als Feinde überwiegend... Wir haben ja hier sehr viele Drachen, ne? Und da brauche ich halt entsprechend jede Luftabwehr, die ich kriegen kann. Zack, und schon ist er weg. So, ihr haut dann dem mal eine rein. So, einmal schön die Fresse poliert. Wunderbar, es läuft doch. So, du brauchst auch nochmal ein bisschen Zuneigung. Sollst du haben. So, wir brauchen hier noch... wir brauchen noch mehr Öl, sehe ich gerade. Dann gönnen wir uns nochmal einen weiteren Tanker. Ich glaube, ein ganz kleines bisschen mehr Tempo können wir ruhig geben, ne? So. Und schon mal hier so das ein oder andere Upgrade gönnen. Ich speichere erstmal. Das ist doch mal eine Idee. Wir sind nämlich schon 42 Minuten dabei. Das ist schon mal ein Stück, ne? Segel setzen. So. Dann wird jetzt erstmal die Feuerkraft verstärkt. Ah, sehr schön. Und nur noch 100.000. Ich meine, das ist... Der hat noch relativ viel, ne? Das soll man jetzt nicht unterschätzen. Wollte ich jetzt auch in... Ja, wollte ich damit gar nicht ausdrücken, dass ich sage, der hat ja nichts mehr oder so, ne? Nur, dass wir uns da richtig verstehen. Irgendwas hat diese Gluck, Gluck, Gluck gemacht. Ich vermute, es war hier etwas. Moment mal, ich glaube, es kommt keiner gerade wirklich auf die Idee, ein U-Boot zu bauen. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Kann ich das nämlich vielleicht gleich machen? Was wollte ich denn jetzt bauen? Wollte ich noch einen Hof bauen? Ja, ich baue schon mal einen. Könnt ihr mal bitte alle da drauf schießen? Das wäre super. Boing. Schon ist es weg. Also Orange vernichten und dann wieder hinbringen. Deswegen würde ich sagen, lasse ich den hier tatsächlich mal einfach in Ruhe. Ein bisschen. Ein bisschen, ne? Also nicht zu viel. Der soll sich ja auch nicht hier an die Ruhe gewöhnen. Ne? Sound of Silence ist hier nicht. So, du bist fertig, dann ab in die Goldmine, genauso wie du. Komme ich da irgendwie ran? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube auch nicht. Wobei, ich könnte theoretisch hier jemanden absetzen und dann hier einfach direkt einmarschieren, aber ich glaube, das wäre mir zu unsicher. So, ich glaube, meine Luftabwehr, die steht jetzt einigermaßen.
Deswegen kommen jetzt erstmal ein paar Schlachtschiffe noch dazu. Dass wir hier unten das Türmchen ausschalten können. Das wäre ja wünschenswert, ne? Und wieder fehlt Holz. Wie viel eigentlich? Ah, 900. Okay, das dauert noch einen Moment. Bis wir das haben. Ein bisschen zumindest. Ist die Festung von Grau? Die ist von Grau. Ich werd bekloppt. Der hat nur eine Hochburg. Was ein Spacko. Ja gut, wenn er meint, soll er machen. Bumst mich herzlich wenig. Sie greifen uns an. Oh, das ist jetzt natürlich mies. Nein, Captain. So, das ging relativ schnell, finde ich relativ gut. So, mehr Schlachtschiffe braucht das Land. Und mehr Upgrades für unsere Ranger. Machen wir erstmal eine Reichweite. Finde ich sehr schön, dass ich so auf jeden Fall die Seehoheit zusammenkriege. Da werde ich vielleicht drüber nachdenken, ob ich nicht erstmal hier grün ein bisschen seine... Aber muss ich eigentlich gar nicht, ne? Ich habe überlegt, ob ich den jetzt erstmal abknallen will, aber... Ist noch nicht mal wirklich notwendig. So, jetzt können wir hier das Upgrade machen. Und wir können auch noch ein bisschen so die Rüstung von allem anderen gleich upgraden. Ah, 21.000. Ich sollte schon mal langsam hier hinten meine Expansion aufbauen. Auf, damit wir das Gold aus dieser wunderschönen Mine ziehen können. Schon unterwegs. Schon unterwegs. War da unten jetzt ein Drache, der daher flog, oder was war da? Oha, eine Fähre. Guck mal einer an. Haha. Hahaha. Hahaha. Segel setzen. Ja, ich hasse das, ey. Wenn man Lufteinheiten angreift, warum kriegen dann meine Einheiten am Boden Schaden? Da ist doch echt Käse. Mehr Schlachtschiffe. So, komm, dann zwingen wir ihn mal dazu, dass er noch ein bisschen Seestreit nachbauen muss. Weil Streitmacht ja relativ ist. Sie greifen uns an! Zu Befehl! Oh, Captain! Oh, Captain! Nichts wie weg! Zu Befehl! Nichts wie weg! Nichts wie weg! Na, komm, einmal schießen! Ihr Zu Befehl! Nichts wie weg! Captain auf Brücke! Na, super, einen wieder verloren! Hey, Captain! Schon unterwegs! Wäre super cool, wenn er mal eben eingreift. Ja. Ja. Nichts wie weg. Bin zu euren Diensten. Eine Ehre. Für Lothar. Für Lothar. So, zack. Beide wieder vollgeheilt. Alles wieder gut. So, jetzt speichern wir mal ab, bevor wir angreifen. Ja, komm, wir haben zwar 8 Minuten. Wir haben zwar ein paar Minuten drüber, aber ich überschreibe das jetzt einfach mal ein wenig. So, und ihr bewegt euch einmal bitte nach hier hinten. Die Zerstörer brauchen wir selbstverständlich. Die müssen nämlich dafür Sorge tragen, dass meine Schlachtschiffe nicht von Drachen irgendwie aufgemampft werden. Das wäre ziemlich schlecht. Oh, jetzt kommt Captain Todesritter hier wieder dazu. Leck mich doch. Komm, schnell weiterfahren. Keine Müdigkeit vorschützen. Oh, Captain! Oh, Captain! Oh, sure. Komm schon, ein bisschen schneller bitte. Oh, sure.
schon unterwegs. Also. Oh, schnell weg da! Oh, Kacke! Ist das toll! Schon unterwegs! Das war, ich befürchte, eine Scheißidee. Wow, das kommt jetzt natürlich richtig mies. Wenn er da jetzt um die Ecke kommt, dann muss ich eben schon meine Ballisten nachziehen. Sie greifen uns an! Für die Allianz. Könnt ihr da mal ein bisschen mit draufholzen? Das wäre super. Sie greifen die Stadt an! So, und ihr versucht jetzt mal zu retten, was zu retten ist. Ich befürchte aber, ihr werdet alle einen qualvollen Tod sterben. Ich hoffe, es wird nicht ganz so qualvoll. Ja. Und ihr einmal bitte dazu. Segel sind schon unterwegs. Oh, der kommt da dran. Wie geil ist das denn? Wie Sie wünschen. Ja, sofort. So, das wäre damit auch vom Tisch. Ja. Okay, das klappt jetzt mal so überhaupt nicht. Ich habe meine ganze Marine mal ebenso verloren. Schon unterwegs. Und vor allem der hat jetzt leider doch geblickt, was wir da machen. Heißt, wir sollten mal ein paar U-Boote bauen. Ja, alles klar. Und du gehst mal hier hinten hin. Alles klar. Und baue da schon mal ein paar Türmchen. So, wie viel Gold ist hier denn noch drin? 84.000, das ist noch viel zu viel. Apropos viel zu viel Gold. Ich weiß, was du jetzt erstmal machst. Du baust nämlich erstmal einen Greifenhorst. Also das ist, wie gesagt, der Schuss ging jetzt leider voll nach hinten los. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Also ihr wisst schon, das mit der Marine, was ich da überlegt hatte, geplant hatte. Wie auch immer man das nennen will, was ich damit gemacht habe. Plan ist, glaube ich, schon ein bisschen zu viel gesagt. Captain auf Brücke. Segel setzen. Schon unterwegs. Captain. Schon unterwegs. Captain. So, du stehst doch hier hinten sowieso sinnlos rum und dann reparier doch mal da was, damit du nicht ganz so sinnlos da rumstehst. Wobei, mach du erstmal hier seine Tanker schön platt. Oder einfach mal... Na, okay. Gut, dann mache jetzt erstmal die Tanker weiter. Es soll mir recht sein. Irgendwo hat Rainer was erledigt. Ach, da unten, das Türmchen, genau. Sie greifen die Stadt an. Warum auch nicht? Ja, komm, gehen wir doch mal eben helfen. Ja, Milord. Wie Sie wünschen. So, ein Türmchen gegen zwei, das ist dann doch ein bisschen unfair. Ja, Milord. Ja, Milord. So, aber damit wir hier nicht mehr eingreifen müssen, können wir eigentlich noch ein drittes und ein viertes Türmchen dahin bauen. Sofort. Wir gönnen uns noch ein U-Bootchen. Und bitte macht mal hin, ne? Weil, wisst ihr was? Warum holen wir nicht mal unsere Ballisten dazu, ha? Das wäre doch mal was Feines. Was soll das? Hallo! Ja, Milo. Ja. Warum auch nicht? So, dann mach doch mal ihn hier platt. Ach, oder so. Das ging schnell. Finde ich gut. Schon unterwegs. Na, ich glaube, mit dem Auge von Killrock, da sieht er mich immer mit dem U-Boot, ne? Okay, dann sollten wir es jetzt mit den U-Booten nicht übertreiben. Ich befürchte, wir müssen hier hinten doch frontal einfallen. Na gut, dann ist das halt so. Aber das sagt mir, dass wir auch dann mal
ruhig mehr Einheiten entsprechend bauen sollten. Mach da nochmal eins hin, nicht, dass der von unten einfach kommt, der Lümmel. Sie greifen die Stadt an! Ja, da ist er ja schon. Captain auf Brücke. Wie überhaupt nicht bestellt und nicht abgeholt. Nicht schwiebig. Aber wobei, das schaffen die schon so. Ja. Gut, dass ich erst die Türme gebaut habe. Nicht schwiebig. Für die Allianz. Erledigt. Ja. So, dann welcher war angegriffen? Du da oben, dann repariere den nochmal bitte eben. Hey, Captain! Oi, Sir! Oi, Sir! Upsa, Drache! Nicht gut. Dann machen wir hier weiter Schaden. Segel setzen! Skipper! Oi, Sir! Ich werde gleich wieder mit einigen Paladinen, mit einigen. Ich möchte aber ungern hier das Schiff nehmen und das eigentlich auch nicht, weil die sind mir schon ein bisschen zu beschädigt. Deswegen schicke ich die jetzt mal als Kugelfang nach vorne. Weil ob ich sie nur doof stehen lasse oder ob ich sie so oder so nicht benutze, ist jetzt eigentlich auch egal. Hey, Captain! Hey, Captain! Schon unterwegs! Captain auf Brücke! Hey, so, Captain. Zack, runter zu deinen Homies! Segel setzen! Schon unterwegs! So, dann verheizen wir euch mal eben. Ich überlege auch, ich könnte rein theoretisch, ja, wobei ob mir das was bringen würde, ich hatte überlegt, damit eine Horde von Greifen einzufliegen, aber ob das jetzt so zielführend ist, sei mal dahingestellt. Warte, welches Tempo habe ich nochmal eingestellt? Ja, komm, einer mehr geht. Micro brauchen wir ja gerade nicht so. Also der Micromanagement. Ach, guck mal, da habe ich ganz was vergessen. Ich wundere mich schon, warum mein Holz so knapp ist. Hey, Captain! Oi, Sir! Oi, Sir! Segel setzen! Oi, Captain! Auf Brücke! Oi, Captain! Schon unterwegs! So, hier eben schon mal einen Schuss reingedrückt. Und wieder ein Graf Zeppelin, der abgeschmatzt hat. Segel setzen! Oi, Sir! Na, ah, Mist, jetzt habe ich natürlich den Angriffsbefehl quasi abgebrochen. Wobei, bleib mal besser da, aber dich bringen wir jetzt auch nochmal eben dazu. Schon unterwegs. Oi, Sir! Oi, Captain! Dich bringen wir doch nicht dazu. Schon unterwegs. Skipper, schon unterwegs. Bababam. So, dann knallen wir bitte den da direkt ab. Ja, das war doch mal ein wunderschöner Blattschuss. Irgendwie ruckelt das gerade so ein bisschen, ne? So, ihr Lieben, aber ich habe ja gerade schon einen Cut gemacht und ich werde auch jetzt gleich noch einen Cut machen, denn die Mission dauert doch noch ein bisschen. Ja, ich bedanke mich deswegen erstmal an der Stelle fürs Zuschauen, werde jetzt einmal eben abspeichern, dann meinen Cut machen.
So, 60. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.